Servus, Freunde des Ballsports. Jan Sommer, der steht wohl kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern München. In den letzten Tagen gab es verschiedene Statements der Verantwortlichen, dass er nicht den Verein verlassen darf, beziehungsweise dass Daniel Farke, der Trainer, fest mit ihm plant. Doch jetzt steht er eben nicht im Kader gegen den VfB Oldenburg. Was das nun für den FC Bayern München bedeutet, das erfahrt ihr heute in diesem Video. Vorab wie immer die Info, lasst mir gerne ein Abo da, um nichts zu verpassen. Hier erfahrt ihr alle neuen News rund um die Bundesliga und natürlich auch die deutsche Nationalmannschaft. Und damit jetzt zurück zum Thema. Jan Sommer ist nicht im Kader gegen den VfB Oldenburg. Am heutigen Samstag wird er nicht am Testspiel teilnehmen. Als Gründe für die Nichtnominierung wird laut Sky eine interne Vereinbarung im Sinne der Belastungssteuerung genannt. Heißt Belastungssteuerung, wir befinden uns eben in der Vorbereitung und da kann natürlich nicht jeder immer spielen. Man muss schauen, dass alle Spieler gleich stark belastet werden. Das scheint aber für mich eher so eine Art, ja, ich sage mal, vordergründige Ausrede zu sein, denn die Wahrheit wird wohl irgendwo in der Mitte liegen, denn Jan Sommer wird jetzt ja schon seit längerem mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Er soll jetzt auch mit dem FC Bayern München bereits sich auf einen Vertrag bis 2025 geeinigt haben und nur noch die Clubverhandlungen sind da, wo es so ein bisschen stockt. Hasan Salihamidžić muss da mehr oder weniger Gladbach noch überreden, dass man ihn eben abgibt. Für Gladbach ist es eben so, dass man ihn sehr, sehr gerne behalten würde, denn man braucht einen Torwart, in der Qualität von Jan Sommer. Und man müsste also erst einen Nachfolger verpflichten, bevor dann Jan Sommer offiziell gehen dürfte und das ist eben bislang noch nicht passiert. Nun denke ich aber, dass es nur noch eine Frage der Zeit sein wird, bis Jan Sommer den Verein verlassen wird. Laut Florian Plettenberg von Sky ist es zwar eher so eine 50-50 Chance, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich bin da guter Dinge. Der FC Bayern München, notfalls werden halt nochmal 1-2 Millionchen als Bonus oben drauf gelegt und dann sollte das, denke ich, kein Problem sein. Denn für mich ist eben Jan Sommer auch der perfekte Nachfolger bzw. die perfekte Ersatzlösung von Manuel Neuer. Es ist ein Torwart, der ziemlich gut ist, der die Bundesliga kennt, der günstig zu haben ist. Also sagen wir es mal so, wie es ist. Hätte der nicht nur noch Vertrag bis zum Sommer, würdest du einen Jan Sommer niemals nur für 5 Millionen bekommen, auch wenn er schon 35 Jahre alt ist. Und wenn man so einen qualitativ guten Torwart für so wenig Geld bekommt und damit dann die Rückrunde bestreiten kann und dann im Sommer ein echter Konkurrenzkampf herrschen kann in München und dann quasi auch wieder Topleistungen von Manuel Neuer abgerufen werden müssen, dann ist das natürlich ein echter Gewinn für alle Seiten. Und für Jan Sommer, der möchte unbedingt Titel gewinnen, die kann er mit Bayern gewinnen. Und natürlich, wenn der große FC Bayern München einer der Top 5 Clubs der ganzen Welt anklopft, da kann wahrscheinlich kaum ein anderer Torwart Nein sagen. Also trotz dieser ganzen Dementis von Trainer Daniel Farke von Gladbach und dass die Bosse sich nicht ganz sicher sind, dass die Verhandlungen so ein bisschen stocken, denke ich dennoch, dass Jan Sommer zum FC Bayern München wechseln wird. Es ist für mich nur noch eine Frage der Zeit. Es kann natürlich auch noch alles ganz anders werden und dann kommt auf einmal doch Alexander Nübel zurück, aber Stand jetzt würde ich nicht davon ausgehen. Was haltet ihr von diesen neuen Entwicklungen? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Bis dahin, Leute.